Piep, 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 piep. Was machen wir diesmal? Also ja, ich müsste eigentlich ganz viele davon herstellen. Das ist doof. Ich glaube, ich werde diese Folge lieber daran arbeiten, dass wir noch mehr Kupfer bekommen. Was fehlte für mehr Schmelzöfen? Nix. Nix ist gut. Ah ja, doch, Chips wieder. Ja. Aber die werde ich nicht einfach so irgendwie abgreifen können. Ne? Ein. Ah, grüne Chips sieht schon besser aus. Die werden aber auch dezent schneller produziert. Weiter damit, weiter damit, weiter damit. Woher haben wir hier irgendwo eine Kiste mit grünen Chips? Ja, vier hier, drei da, läppert sich. Auch wenn das ein bisschen erbärmlich ist, die Gegend zu ziehen und unsere Kisten zu plündern. Nur um an die Chips ranzukommen. Was denn übrigens auch wieder dazu führt, dass wir, ne, nicht genug Sachen da haben. Oh, wo ich die Kisten gerade sehe. Wir hatten ja vor kurzem den Roboport umgestellt gehabt. Und wir hatten eine Kiste aufgebaut, die Roboter gerne hätte. Und das in den Roboport reinlegt. Aber wir haben den Roboport weggemacht. Also könnte jetzt hier irgendwo eine Kiste rumstehen mit ganz, ganz vielen Robotern drin. Meinte zumindest jemand in den Kommentaren. Aber ich glaube, ich habe die Kiste mit abgerissen. Ja, du willst zwar Roboter haben, aber es sind keine im System. Licht sollte ich mal bauen demnächst wieder. Nee, bin mir relativ sicher, dass ich die Kiste mit abgerissen habe. Falls dem nicht der Fall sein sollte und irgendjemand eine Kiste sieht, wo ganz viele Roboter-Symbole sind, einfach in den Kommentaren schreien. Oh, ich habe sie gefunden. Sehr schön. Komm mal mit. Ich habe hier ein paar Roboter freilassen. Ja, habe ich die echt da stehen lassen. Krass. Okay, also Gold ist fertig erforscht. Kobalt wollten wir noch. Für die Sniper-Geschichte. Braucht 250 blaue. Haben wir die inzwischen? Oh, hier sind überall 10 drin. Und hier 100er Vorrat. 100er Vorrat. Ja, sehr schön. Ich dachte 5 wäre vielleicht wieder so eine harte Grenze und bei 6 und 7 braucht man keine mehr davon. Aber nee, dem ist nicht so. Schade. Naja, wobei, das sind jetzt 20 Alien-Artefakte nur. Ja, nee, sollte ich für was anderes aufbewahren, ist okay. Wie war das mit den besseren Engines? Cargo Size. Ah, die sind auch immer dabei, nee. Ja, ich hatte irgendwo noch die besseren Engines im Kopf, aber dazu brauchen wir bestimmt wieder irgendein Metall oder... Ah, hier. Steam Power 2. Die werden langsam teuer. Und wir haben noch nicht mal die Zweier Boiler gebaut. Haben wir noch irgendwas Static-artiges? Hier, die Exit brauchten wir für den Mining Drill. Und die kosten auch keine blauen. Obwohl wir die blauen jetzt ja haben, aber ne, trotzdem, mach mal. Die blauen sind nämlich auch relativ teuer, was Eisen und Kupfer angeht. Das heißt, wir sollten nicht so unbedingt verballern. Was macht Smog? Smog breitet sich fleißig weiter aus. Kein Wunder. Ja, muss mehr Basen zerstören. Dann klappt das auch. So, du bist immer noch geblockt. Ja, bist du. Ich könnte jetzt hier ein paar Chips klauen. Ja, mach mal. Ich die mal ab. Ich baue mal neue. Wie viele haben wir jetzt schon? Ein. Wow. Das wird ja riesig helfen. Ja. Was sagen die Zahlen? Kupfer, Quatsch, Eisen steigt stetig. Kupfer steigt auch. Das hätte ich nicht gedacht. 1300 Kupfer im System. Und 250 Draht. Das heißt, es mag jetzt echt an Stahl nur.
Naja, eigentlich mangelt es noch an einer dritten Fabrik für grüne Chips oder einer dritten Fabrik für Kupferdraht. Dann haben wir garantiert wieder Mangelerscheinungen. Und wer ist dann, pappe ich jetzt hier? Schmelzofen hin. Kiste. Bauen noch eine Kiste. Tipp, tipp. Du hättest gerne Shift rechts, Shift links. Brich die mal kurz ab. Oh, ist doch zu lang. Aber na gut, das Ding sollte ja eigentlich gleich eh schon anfangen zu arbeiten. Effektivitätsmodul. Habt ihr alle, ne? Oh, Pollution-Module nicht gut. Hier, Effektivitätsmodule. Davon soll ich auch noch mehr bauen. Bau, Effektivitätsmodule. So, jetzt rote Kiste da. Ärmchen da. Alles gut. Gut. Ja, hier haben wir noch Kupfer- und Eisenfelder. Also ich kann noch mehr abbauen. Das Problem ist nur, dass dann nach und nach unsere ganzen Vorräte hier verschwinden. Und dass wir noch mehr Smog verursachen. Und wir sind langsam nicht mehr so wirklich so stark, alle Basen einfach wegzuschießen. Das muss ich mir einfach eingestehen. Ja, noch mehr Schilde. Shield Capacity 550. Einer von denen bringt 50, einer von denen bringt 150. Ja, trotzdem erstmal alles voll machen mit den kleinen. Später können wir immer noch die großen nachbauen. So, bau das. Was fehlt für unsere Stahl? Und hier, die Giftkapseln habe ich ganz vergessen. Also ja, die sind nicht mehr wirklich gut gegen die Beißer und Splitter, weil die zu stark sind. Aber die Würmer kriegt man damit richtig gut klein. Und damit kann ich die Basis wesentlich besser knacken. Also vielen Dank nochmal für den Kommentar. Die habe ich völlig verplant. Ich habe jetzt echt nur stur auf die Slowdown-Kapseln geguckt. Das heißt, wir schnappen uns hier Stahl. Setzen dich mal runter auf 5. Hoffen, dass das hier soweit alles hinhaut. Und bauen dann ein paar Giftkapseln. Und den Rest davon. Gut, wie spät haben wir es? 12:30. Ich könnte kurz hinlaufen. Und die Würmer killen. Deswegen brauche ich hier Platz. Genau, für Slowdown-Kapseln, für Giftkapseln. Die brauche ich da auch nicht drin. Burner Drills auch nicht. So, ein bisschen mehr Platz hier. Ja, also hinlaufen, Würmer töten. Ding, 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 ding. Oh, und noch ein Hinweis aus den Kommentaren. Ich habe zwar keine Item-Kollektoren mehr, aber das hier funktioniert noch. Also einfach mit dem Abreißmodul markieren, da werden alle Leichen eingesammelt. Das heißt, ich könnte demnächst schon anfangen, Dingensbummens, Chitinmauern zu bauen. Oder Knochen zu verarbeiten zu diesen Brennstoffdingern, aber wir haben eigentlich genug Fuelblocks, das muss nicht wirklich sein. Ja, dann halt hier die Roboports erweitern, damit wir wirklich endlich mal überall Mauern haben. Das sind so noch ein paar extra Ziele für die nächsten Folgen. Aber jetzt erstmal Würmer töten. Damit ich bei meinem nächsten richtigen Anlauf hier ein bisschen mehr schaffe. Das heißt, ich laufe einfach nur. Ja, nur ist gut. Es ist schwierig, so nah ranzukommen, oder? Also das muss ich jetzt ganz, ganz viele Biter töten und Splitter töten und was weiß ich. Und mal gucken, wie viel Schaden jetzt diese eine Kapsel überhaupt angerichtet hat. Ich bezweifle irgendwie, dass sie es geschafft hat, den kompletten Wurm zu killen. Ja, stehen bleiben kann ich noch nicht. Aber ist nicht mehr so weit von entfernt. Wir regenerieren richtig gut Punkte. Weg, 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 weg. Gib mir nochmal den dazu. Item Exits, ja, sehr schön. Dann den. Oh, 400. Aber ja, mach mal den. Ich hätte ganz gerne die. Ne? Diamantgeschichte. So, 600. Lauf runter. Guck, was mit dem Wurm passiert ist. Die Würmer leben noch, sind aber ziemlich gut angeschlagen. Okay, nochmal das Ganze. Mhm.
durch meinen Lieblingsengpass hier. Lalala. Ist ja nicht so, als wenn diese ganzen Armor-Piercing-Magazine, die ich gerade hier verschieße, richtig schön viel Stahl kosten und wir Stahlprobleme haben. Aber nö, es ist alles gut, alles gut. Priorität, so. Muss Pew-Pew. So, ich sehe keine Würmer mehr, aber es ist viel zu dunkel für einen ordentlichen Angriff. Ja, Mission erfolgreich, würde ich sagen. Genau das wollte ich ja nur machen. Ja, Stahl schnappen. Also wir haben erfolgreich die Würmer gekillt. Und hoffentlich dafür gesorgt, dass der Spawn jetzt nicht so stark ist. Also weil manchmal hat man ja einen Spawn an Gegnern pro Spawner nur so 1 bis 3. Manchmal hat man aber auch, keine Ahnung, wir hatten ja einen Spawner gesehen, da standen alleine 6 oder 7 Big Biter rum. Das war sehr komisch. Also ich glaube, da ist irgend so ein Random-Wert drin. Und mit etwas Glück haben wir es jetzt auch ein bisschen reduziert. Bau bitte Licht. Danke. Am besten schön viel, damit ich nicht immer wieder das machen muss. Dann Stahl klauen. Munition kommt, sehr gut. Wie schaut es jetzt aus mit Ressourcen? Eisen ist auf 5,3. Kupfer hält sich auf 1,4. Draht wird mehr. Draht kann auch gar nicht mehr werden, als gerade im System ist, oder? Weil die beschränkt sind? Doch, 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 da ist noch Platz. Okay. Genau, die Effektivitätsmodule hatte ich hier, glaube ich, unten noch nicht überall reingepackt. Also nicht richtig. Genau, Pollution raus, Effektivität rein. Pollution raus, Effektivität rein. So. Stahl ist ganz bisschen da. Bau mal eine Slowdown-Kapsel. Boah, ist das peinlich. Hier zwei Stahl, ein Stahl, zwei Stahl. Ich sollte wieder eine private Anlage machen. Das hatte ich, glaube ich, in der letzten Staffel auch. Dass wir ganz viele hatten, die waren am System angeschlossen. Und ich hatte eine, die in eine Stahlkiste was reinsortiert hat. Damit ich mir jederzeit da was rausschnappen konnte. Das klingt echt verlockend gerade. Tungstenmauern. Nee. Chitin-Plated War. Kann ich Chitine selber im Inventar herstellen? Nee. Muss ich in einer Fabrik zerlegen alles. Wie viele? Seid mal da. Wir haben schon 18 rote Leichen. Das müssten die Berserker sein. Das heißt, wir könnten da 18 Rubine rausholen. Oder ist die Ratio da irgendwie anders? Nö. Können wir 18 Rubine rausholen? Bräuchte Schwefelsäure? Was, glaube ich, sogar gut ist. Weil das Zeug staut sich hier so ein bisschen. Ja, Leichtöl staut sich eigentlich eher. Aber nö. Schwefelsäure staut sich auch. Was mache ich hier? Könnte ich hier mal ganz kurz was machen? Das ist kein Ernsthaft. Also was ich machen wollte, war einfach eine Kiste daneben stellen. Wo die dann ihr Zeug einlagern, temporär. Und die mache ich dann später auch alle zu roten Kisten, wenn ich nicht mehr so Rohstoffprobleme habe wie jetzt gerade. Und ich habe keine Ärmchen mehr. Gib mir... Normale Ärmchen reichen ja auch schon. Du hast keinen Strom, das ist mau. Oh, einen alten, dreckigen Po. Okay, zwei. So, und jetzt leeren die sich, füllen die sich. Leichtöl wird wieder verbraucht und das Ganze hier kann nacharbeiten. Okay. Ja, Schwefelsäure ist nicht wirklich ein Problem. Das heißt, wir könnten, da wir es nicht mehr schaffen, das eine blaue Chip-Ding hier durchgehen laufen zu lassen, wir könnten die Fabrik hier nutzen für das Zerlegen. Also, Walter King haben wir noch nicht. Ich denke einfach mal die Rubine. Die brauchen wir momentan für die Lasertürme ja am meisten, ne? Oh, Berserker Biter. Brauch Schwefelsäure.